Mal sehen, Tisch. Wir können uns noch einen Stuhl bauen. Das macht das ganz. Nein, ich habe falsch geklickt. Blöd. So, hier. Holz, 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 Holz. Wir wollen ja schließlich auch irgendwo im Tech-Baum aufsteigen. Neue Technologie. Basic Householding. Gucken wir mal. So, hier unten. Advanced Timberworks. Das heißt, wir können uns eine Handsäge, ein Eimer, Bretter und eine Werkbank bauen. Und eine Feuerstelle können wir uns auch bauen. Aber das Erste, wir brauchen dafür Holzbretter. Holzbretter. Dafür brauchen wir Holz. So, Holz, Holz, Holz und Holz. Da brauchen wir eine Werkbank. Wo ist denn die Werkbank? Rucksack, Eimer, Werkbank. Dafür brauchen wir einen Tisch. Das gibt's ja wohl nicht. Wo ist denn der Tisch? Tisch, Tisch, Tisch. Da, Tisch. So, Holz. Eins, zwei. Ach, komm schon. So, hier, drei, vier, fünf, zack, Tisch. Und dann hier, Moment. Da war die Werkbank. Holz, Holz, Eisenerz und Möbeltisch. Zack, eine Werkbank. Die Werkbank packe ich mir mal erstmal hier hin. So, zack. Hier wollte ich die Betten hinstellen. Eins, zwei Betten. Und die Werkbank setzen wir mal in den Keller. So. Neue Aufgabe. Haus komplett übrigens. So, neue Aufgabe gucken wir erstmal. Advanced Timberworks. Okay, und Bauernwirtschaft. Da brauchen wir noch ein bisschen länger, bis wir das erreichen können. Das gibt's sonst noch. Platziere Essen. Platziere etwas Essen auf einem Tisch. Zwerge werden sich davon etwas nehmen, wenn sie hungrig sind. Ja, ansonsten die Standardsachen. Habe ich ja hier schon gemacht mit dem Tisch. Das ist natürlich ein bisschen doof, dass ich das jetzt schon gemacht habe, bevor die Aufgabe kam, weil jetzt zählt es nicht mehr. Na gut. Sag mal, was machen die denn? Die kämpfen dagegen Zombies. Die haben ein Buch gefunden. Erhöht den Schaden an Tieren. Ein Jagdbuch. Aber was habt ihr hier denn bitte angestellt, Leute? Das ist ja wohl... Ach, da ist mein Portal. Ah. Und die sind immer noch auf dem... Sag mal, Leute, was macht ihr denn da? Ihr lauft ja mitten durch die Feindesregion. Das ist ja echt ein bisschen blöd. Ausrüsten müssen wir kurz noch hier einmal benutzen. Benutzen wir noch nicht. Hier, da ist ein Skelett. Es greift mich an. Leute, könntet ihr euch mal um das Skelett kümmern? Ich weiß, ihr müsst da erst rüberkrabbeln und dann da runter. Und das dauert Ewigkeiten. Und bis dahin hat der den Stein wahrscheinlich zerstört. Ich baue wahrscheinlich noch eine zweite Steinwand daneben. So, ganz vorsichtig. Nein, nein. Autsch. Das war nicht gut. Und gleich kriegt er auf die Fresse. Na, ich glaube nicht, dass der den schafft, bis der bei Sonnenaufgang stirbt. Na? Doch, haben sie geschafft. Super. Wo ist mein Bett? Ja, da steht dein Bett und da steht dein Bett. Aber da hat irgendjemand ein Bett fallen lassen, anstatt es hinzubauen. Ja, ihr Zwerge. Echt jetzt mal. Wir haben übrigens im Lager mal wieder was Neues erhalten. Ein Zombie-Gehirn haben wir gefunden. Und eine Säge können wir bauen. Genauso wie gegrilltes Fleisch, Spiegelei und gemischten Salat können wir machen. Gemischter Salat ist relativ einfach. Wir nehmen uns einen Apfel und ein paar Blätter. Zack, 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 zack. So. Den Rest machen wir mit gegrilltem... das können wir uns... Das können wir auch schon machen, oder? Mal sehen. Silber... Nein, ich hab... Ich klicke immer falsch. Also hier, Kohle, Blätter und Fleisch. Da brauchen wir eine Küche. Guck mal, hier, Feuerstelle, dafür brauchen wir einen Kessel. Wo war der Kessel? Hier war der Kessel. Dafür brauchen wir Eisenerz. So, zack, ein Kessel. Oh, Aufgabe geschafft. Basic Ironworks. Gucken wir mal. Basic Ironworks erledigt und Basic Construction. Wir können Blätterdach, Holzwand und eine Holztür. Wir können eine Holztür bauen. So, hier. Dafür brauchen wir ein Schloss. Da haben wir natürlich zwei schon. Und Holz. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei. Zwei Türen. So. Jetzt setzen wir hier mal die Luke. Dann machen wir... da müssen wir erstmal die beiden wieder wegnehmen, damit wir da die Holztüren hinbauen können. Und ich wollte doch eigentlich eine Feuerstelle machen.
Ach, wir können Holzwände endlich machen. Ah, das ist super. Da brauchen wir aber haufenweise Holz für. So, Feuerstelle. Dafür brauchen wir einen Kessel, Kohle und Holz. Holz, Holz, Holz. Zack, zack. So, Basic Cooking. Die Feuerstelle. So, mal sehen. Wo können wir die denn mal... Ich könnte die eigentlich... Ach, ich weiß nicht. Ich müsste den Tisch hier dann wieder entfernen. Mal sehen, wo machen wir das denn am besten hin? Hier ist der Schlafbereich. Hier ist quasi Arbeiten. Dann machen wir die Küche da unten hin. Das heißt im Endeffekt, wir müssten den Tisch da oben wegreißen und da unten hinstellen, damit wir dann quasi da... Nee, Moment. Ich pack den da hin. Oder nein, Quatsch, ich pack den da hin. So, das ist gut. Oh, Aufgabe geschafft. Vervollständige den Unterschlupf. Vervollständige den Unterschlupf, indem du ihn einem Totem platzierst. In ihm. Der Totem sollte Monster und böse Geister abschrecken. Wände auf allen Seiten sollten ihn schützen und die Eingänge mit Falltüren oder Türen verschlossen sein. Eine Spitzhacke und ein Schloss erhalten wir. Gucken wir doch mal, welchen Zwerg wir mit dieser Spitzhacke ausrüsten können. Gleich hier, Thorian. Thorian? Wie auch immer. Einfache Mütze. Ja gut. Und da hat sich auch schon ein Zwerg hingehauen. Und wie wir sehen... Ja, der hat einen gesunden Schlaf. Zack. Da soll eine Tür hin. Der pennt hier erstmal weiter, auch wenn das Totem gleich merken wird. Ah, doch, das Totem hat gemerkt, dass wir hier gerade ein Loch in die Wand gerissen haben. Das ist nicht gut. Nicht gut. Ich hoffe, der baut die Tür da gleich ein. Hauswände wurden durchbrochen. Ja, das war ich selber. Und hier bitte auch eine Tür hin. Und die Tür andersrum. So. Also wenn wir hier unten die Tür auswählen, dann können wir hier quasi bestehende Sachen verändern. Das funktioniert auch mit anderen Gegenständen, sprich mit Steinwänden, beziehungsweise ja, doch mit Steinwänden funktioniert das. Also nicht mit diesen hier, sondern mit richtigen Ziegelsteinwänden sozusagen. Obwohl, Ziegelsteinwände? Doch, Ziegelsteinwände müsste es auch geben. Aber auch mit normalen Steinwänden funktioniert das. Genauso wie mit Holzwänden. Wobei... Hier, Holzwand. Könnten wir ja einfach mal ein bisschen... Oh, wir haben Spinnennetz gefunden. Wo haben wir denn das her? So, Holz. Zack, zack, zack. Ah, geht nur. Naja, gut. Okay, hier in die Leitern ziehen. Jetzt fangen wir mal an, unser Haus ein bisschen schöner zu machen. Also, hier, ersetze Erde. So, fangen wir mal an, das Erdgeschoss mit einer Holzwand zu versehen. Ah, nein, ich habe nur 6 Holzwände. Das heißt, ich müsste den Zwergen mal ein bisschen anweisen hier. Habe ich da schon wieder kein Portal da hinten? Dass die Zwerge hier dauernd durchlatschen müssen alle. So, verlängern, verlängern. Hier könnt ihr mehr weggraben, hier. Fällen, fällen, ernten, 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 fällen. Und das Huhn könnt ihr mir töten. Ja. Das Huhn auch. Und das Wildschwein, ja genau, das könnt ihr auch fertig machen. Apropos, wenn hier gerade ein Zwerg auf dem Weg ist, dann könnt ihr den Baum fällen. Der ist ziemlich groß. Die kommen hier irgendwie an denen vorbei ohne Probleme. Weiß auch nicht. Mal gucken, was der macht. Hüpp. Hüpp. Und hüpp. Und was macht er jetzt? Er sagt, oh ne, der Weg ist scheiße. Toll. Er rennt in Panik weg und lässt die Sachen liegen. Oh, Bevölkerung ist gewachsen. Irgendwie ist uns da wohl wieder bei dem letzten Kampf, sind uns wohl wieder ein paar Zwerge verstorben. Oh, was ist das denn hier? Da läuft... Ah, ich habe noch gar keinen Eimer. Ich wollte noch einen Eimer bauen. Eimer. Holzbretter. Holzbretter. Ah, kein Holz. Das gibt's doch wohl nicht. Wobei, wir könnten ja jetzt einfach mal faulerweise hier den Shop, da können wir uns Holz kaufen. Hier einmal zack, zack. Kaufen wir uns für 2 Münzen einmal Holz, dann wird das dahin geschmissen. Dann machen wir uns hier ein Portal hin, damit wir entsprechend dann auch hier das Holz abholen können. Ah, da liegt seine Mütze, seine Fliegermütze und sein kleiner Stock und seine Rüstung. Och, Menno. Mäh. Aber in einer Minute 20 haben wir quasi einen neuen. Oh, und in 12 Minuten kommt die erste Welle. Was, ich werde angegriffen?
Ah, ein Käfer. Also echt jetzt, Leute. Ihr habt wirklich, ihr habt Angst vor einem Käfer. Ja, aber das Huhn, das machst du fertig, oder? Na, na, na. Zack. Mal sehen, das Portal brauche ich jetzt, glaube ich, noch nicht verlängern. So, lala. Hm, schade, das hat... Nein, nicht das... Das hat keiner gefällt, leider. Aber immerhin, ist das Holz weg? Nein, sie haben das Holz noch nicht mitgenommen. Doch. Oder? Also okay, der hier baut jetzt gerade die Holzwände. Und die beiden pennen und regenerieren Leben. Wow, der ist... Also der ist echt knapp dran. Muss ich schon sagen, der wäre fast draufgegangen. Oh, Leute, was wird das denn? Hallo? Zwei Männer in einem Bett? Ich weiß ja nicht. Aber, naja. Jeder, wie er quasi lustig ist, sozusagen. Aber mit den Holzwänden sieht das hier doch schon wesentlich besser aus, muss ich sagen. Ich verschwende zwar Holz, aber egal. Apropos, wir haben ja schon wieder Holz. Können wir da nicht noch ein paar Holzwände draus machen? So, hier und da und da und das. Zack, zack. So, zwei Holzwände wieder. Das heißt, einmal hier ersetze Erde und hier ersetze Erde. Hallo, ersetze Erde. Ein weiterer Zwerg ist da. Gehen wir mal zu der Ausrüstung. Wir müssten ja eigentlich... Oh nee, die hat keiner eingesammelt. Leute, was seid ihr denn für? Also echt. Nee, nee, nee. Immerhin, einer kümmert sich mal um die Werkbank. Das heißt, wenn jetzt noch einer von euch hier mal Holz holen würde, dann könnte ich auch endlich ein paar Holzlatten anbringen. Zack. Das sieht doch schon gleich viel wohnlicher aus. Oh, ein Schaf, das muss gekillt werden. Und da will er auch noch ersetzen gleich. Noch 10 Minuten bis zur nächsten Monsterwelle. Ich glaube, das wird uns nicht gut tun. Vor allem, wie das Schaf einfach so durch unsere Wohnung durchläuft. Das ist hier kein... Ja genau, das ist hier kein Durchgangszimmer sozusagen. Komm schon, Junge, mach das Schaf fertig. Nein, lass dich nicht abhängen von dem Viech. Hier muss übrigens jemand noch den Stein wegmachen und hier ein bisschen Holz sammeln. Ja, sag mal, was ist denn hier los? Junge, was... Wahrscheinlich habe ich dich nicht als Jäger ausgebildet. Ja, immer wenn er ausholen will, läuft das Schaf. Könnte dir mal jemand zur Hilfe kommen? Sag, was hat denn das Schaf? Oder greift mal jemand die Schnecke an? Eine Keule haben wir noch. Mal sehen. Wer hat denn? Der hat keine. So, du kriegst eine. Der hat auch keine. Oh nein. Aber immerhin Rüstung. Mal sehen. Rüstung können wir denen geben. So. Naja. Okay. Noch 10 Minuten, beziehungsweise 9,55 bis zur ersten Monsterwelle und ich befürchte Schlimmes. Ich bin noch nicht mal annähernd quasi fertig. Aufgabe geschafft. Fälle 30 Bäume. Wir erhalten eine Keule und eine Leiter. Das heißt, wir können einem weiteren Zwerg eine Keule geben. Da, du kriegst eine. Zack. So. Was? Ich werde angegriffen? Ah, hier von einem Zombie. Naja, gut, okay, der Kampf ist jetzt so ein bisschen, also ich würde jetzt nicht sagen unentschieden, aber... Doch, wir führen leicht. Wir führen leicht. Na, na, na? Hat jemand das Holz hier eigentlich mitgenommen? Oh ja, oder nein? Doch, da liegt noch Holz. Das gibt's ja wohl nicht. Müssen wir hier nochmal ein Portal machen. Obwohl da schon wieder Skelette kommen. Alter Junge, was machst denn du da? Habe ich dir gesagt, du sollst da irgendwie was... Ja, wo ist mein Bett? So. Entsetze Erde. Was? Antimaterie? Alter, was geht denn hier ab? Die wollen mir wohl mein Zeug klauen. Das gibt's ja wohl nicht. Jetzt laufen die beide weg, obwohl sie ihn gerade umgebracht haben.